Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu God of War 3. Und zwar die Remaster-Version auf der PS4. Es geht darum, die Olympia-Herausforderung zu schaffen. Dafür gibt es die Goldtrophäe der Herausforderung gewachsen, wenn ihr alle 7 Tests erfolgreich bestanden habt. Und die gute Nachricht ist, wir steigen ganz, ganz langsam und piano ein. Es ist hier wirklich kein großes Problem, die 50 Gegner zu vermeiden, auf der Plattform zu haben. Ihr solltet es wirklich durchgehend echt nur mit Viereck angreifen. So zwischendurch, wenn ihr wirklich halt relativ viele auf den Haufen habt, könnt ihr auch gerne nochmal mit Dreieck reinschmeißen in die ganze Geschichte. Wichtig ist hier eigentlich nur, dass ihr zuseht, dass ihr die Gegner immer relativ an den Plattformrand treibt und dementsprechend dann halt relativ viele nah am Rand stehen habt, um so halt nicht nur die Leute, ja, zu töten, sondern halt natürlich auch von der Plattform herunterzuschmeißen. Und daher orientiert euch einfach immer an den Gegnermassen. Dort, wo die Gegnermassen sind, das ist genau das, wo ihr auch sein wollt. Oder aber selber, ihr probiert halt hier die Gegner halt auf den Haufen zu schubsen sozusagen, so dass ihr halt wirklich einen Gegnerpulk vor euch habt, den ihr dann bearbeiten könnt, um so dann die Gegner hier schnell von der Plattform herunterzubekommen. Wie gesagt, 50 dürfen es Maximum sein, wenn die Zeit abgelaufen ist. Oder besser gesagt, es sollten 49 sein, nicht 50, weil das wollen wir ja vermeiden, dass es 50 sein werden. Aber sollte hier kein großes Problem für euch darstellen. Hat euch das kleine Video hier geholfen? Hat es euch gefallen? Schreibt es mir doch gerne unten rein in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten natürlich lasst ein Like da, das wäre wirklich super Sahne. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.